Das ist die Chance der Sabine Appelmanns, wenn sie... Fehlerquote im Spiel von Mary Pierce. Und genau das Gegenteil bei Sabine Appelmanns, die jetzt wirkt. Von Donna Butler eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung. 20 Sekunden sind erlaubt vom Ende eines Ballwechsels bis zum nächsten Aufschlag. Klasse. Den kriegt sie nie. Satzball für Sabine Appelmanns. Sechs zu 1. Mit Sicherheit in dieser Höhe überraschend gewinnt Sabine Appelmanns. Eins beide und da hat Sabine.
Ja. Der zweite Bradenton in Florida. Auf der Linie. Große Chance, nicht genutzt von Sabine Appelmanns. Noch eine Breakmöglichkeit. Ja, der Ball eben, der... Vielleicht der bisher Also, da bin ich nicht sicher. Ist aber zumindest jetzt eine spannende Auseinandersetzung im Viertelfinale. Wird gut gegeben. Mit einem Doppelfehler beendet Sabine Appelmanns den zweiten Satz. Ist zu gut.
Klasse gekämpft, klasse. Mary Pierce for Pitt. Gain her self-confidence, her self-belief. Beautifully struck two-hander, one of Pierce's best shots. Calling for the towel. 3-4. Vital point for Sabine Appelmans here. And gets it. Well, full marks for this. She's just trying to spin it in safely. She's worried about the double faults.
And Pierce hits it. Hoping desperately for an out call. Here it is. Gosh, what a save. Mary urging it to go long. Disappointing way to finish for Sabine Appelmans after such a magnificent performance, but Pierce is the victor. Kiss on the cheek. Played in wonderful spirit, a great match. Pierce applauding the crowd. She is through. She is lucky to be through, and she knows it, against a gallant opponent in Sabine Appelmans in her first ever quarter final. A little shake of the head.